Bei der Tube handelt es sich um den Verbindungsweg zwischen der Nase und dem Ohr. Wir haben hier das äußere Ohr, also die Ohrmuschel, dann den Gehörgang, dann das Trommelfell. Das Trommelfell schließt luft- und wasserdicht den äußeren Bereich zum Mittelohr hin ab. Und das Trommelfell soll ja den Schall übertragen aufs Innenohr, und dazu haben wir das Trommelfell und die Gehörknöllchen, und das muss luftgefüllt sein. Wenn das Mittelohr nicht mehr luftgefüllt ist, dann kann dieser Apparat nicht richtig schwingen und wir hören schlecht. Damit dieser Mittelohrbereich luftgefüllt ist, gibt es eben die Ohrtube oder die Ohrtrompete oder die eustachische Röhre. Verschiedene Begriffe für das gleiche Organ verbindet die Nase mit dem Ohr. Und wenn man jetzt hier nochmal sich die Nase anschaut, also hier haben wir die äußere Nase, hier, und dann geht es ganz weit in die Nase hinein, und dieses Stückchen hier, das ist der Eingang in die Ohrtrompete, also hier geht die Luft in die Ohrtrompete hinein und dann über die eustachische Röhre hinein ins Mittelohr, und dort wird es belüftet. Die Ursachen für eine Tubenbelüftungsstörung können sehr vielseitig sein. Also da müssen wir wieder unterscheiden zwischen der akuten Tubenbelüftungsstörung und der chronischen Tubenbelüftungsstörung. Es gibt auch Tubenbelüftungsstörungen bei Kindern. Es hat meist andere Ursachen als Tubenbelüftungsstörungen bei Erwachsenen. Grundsätzlich ist die Tube mit Schleimhaut ausgekleidet. Also alles, was die Schleimhaut anschwellen lässt, kann zu einer Tubenbelüftungsstörung führen. Das heißt, bei der akuten Tubenbelüftungsstörung kann das zum Beispiel ein ganz normaler Schnupfen sein, also die Erkältung macht eine Schwellung der Schleimhäute, und diese Schleimhäute können dann in der Tube auch betroffen sein. Jetzt haben Sie diesen akuten Tubenkatarr auch. Das heißt, Sie haben eine Erkältung mit Druck auf dem Ohr. Das ist dann eben virusbedingt, kann auch mal bakteriell bedingt sein, ist eine vorübergehende Erscheinung, die in der Regel folgenlos wieder abheilt. Andere Ursachen für Schwellungen der Nasenschleimhäute und dann eben auch der Schleimhäute der Ohrtrompete kann zum Beispiel eine Allergie sein. Das kann zum Beispiel ein Patient mit Frühblüherallergie, hat im Frühjahr eine Allergie gegen Birke zum Beispiel. Das heißt, in dieser Allergiezeit ist dann auch die Schleimhaut der Tube geschwollen, und dann kann es sein, dass er während der Allergiezeit einen gewissen Druck auf dem Ohr hat oder auch beim Fliegen Probleme hat. Es gibt ganzjährige Allergene, zum Beispiel das Hausstaub, und die Hausstauballergiker können auch potenziell Probleme mit der Belüftung der Ohren haben. Dann haben wir Patienten mit chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen. Bei der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung schwellen die Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen an, in der Nase und gerne auch mal in der Ohrtrompete. Deswegen schauen wir immer bei Patienten, die eine chronische Tubenbelüftungsstörung haben, auch, ob da vielleicht eine chronische Sinusitis möglicherweise als Ursache zugrunde liegt. Ein sehr häufiges Symptom der chronischen Tubenbelüftungsstörung, aber auch ein sehr unspezifisches Symptom der chronischen Tubenbelüftungsstörung, ist der Druck auf dem Ohr. Das sagen eigentlich die meisten Patienten. Ich habe ständig so einen Druck auf dem Ohr. Und auch hier habe ich gerne wieder den Vergleich mit dem Flugzeug, dann kann man sich es am besten vorstellen. Flugzeug befindet sich im Landeanflug und man entwickelt Druck auf dem Ohr, und genauso fühlt sich das für die Patienten an, nur dass die dann eben nicht einen Druckausgleich machen können und der Druck verschwindet, sondern dieser Druck ist kontinuierlich da. Das ist ein der Symptome. Allerdings ist Druck auf dem Ohr, kann auch durch viele andere Ursachen verursacht werden. Das heißt, wenn jemand Druck auf dem Ohr hat, dann kann das ein Symptom der chronischen Tubenbelüftungsstörung sein. Kann aber auch sein, dass der Patient einen Hörsturz hat. Es kann sogar sein, dass er ein Problem mit dem Kiefergelenk hat. Das heißt, Druck auf dem Ohr ist ein sehr unspezifisches Symptom, aber ein sehr häufiges Symptom bei der chronischen Tubenbelüftungsstörung. Ein anderes typisches Symptom bei der chronischen Tubenbelüftungsstörung ist das, ich würde sagen, wir nennen das Völlegefühl im Ohr. Das heißt, die Patienten haben ein dumpfes Gefühl im Ohr. Das heißt, sie sagen häufig, ich habe das Gefühl, ich höre wie durch Watte. Das Hören ist leicht eingeschränkt. Sie haben das Gefühl, ich sitze unter einer Glocke. Das heißt, das Hören ist nicht klar. Die Verständlichkeit ist eingeschränkt. Selten haben Patienten
Schmerzen im Ohr, das ist wieder ein bisschen wie bei der Sinusitis. Die akute Nasennebenhöhlenentzündung macht ja Schmerzen und die chronische Nebenhöhlenentzündung macht die verstopfte Nase. Bei der akuten Tubenbelüftungsstörung können Sie häufig Ohrenschmerzen auch haben. Bei der chronischen Tubenbelüftungsstörung haben Sie in der Regel eher Druck im Ohr, aber keine Schmerzen. Ein anderes wichtiges Symptom der chronischen Tubenbelüftungsstörung ist, dass die Patienten Schwierigkeiten haben bei Druckveränderungen von außen. Das heißt, beim Tauchen natürlich, da sind die Druckveränderungen am höchsten, kann es zu Schmerzen im Ohr führen. Aber bei manchen Patienten treten die Beschwerden auf bei Flugreisen, können zum Beispiel nicht mehr fliegen. Manche Patienten haben Beschwerden, wenn sie im Gebirge sich befinden, Berge rauf und runter fahren müssen. Und je stärker die Tubenbelüftungsstörung ausgeprägt ist, gibt es auch viele Patienten, die zum Beispiel sagen, wenn sie ICE fahren und in den Tunnel reinfahren, eigentlich bei jeder Druckveränderung oder auch mit dem Auto im Mittelgebirge unterwegs sind, schon ein unangenehmer Druck auf dem Ohr entsteht. Wenn man eine Tubenbelüftungsstörung hat, dann hat man meist die Erfahrung gemacht, dass Fliegen unangenehm ist oder auch schmerzhaft ist. Das heißt, ich behandle sehr viele Patienten in meiner Praxis, die Probleme beim Fliegen haben. Und ich habe zum Beispiel eine Patientin hier, die ist Wissenschaftlerin und ist sehr viel auf internationalen Kongressen unterwegs. Und wenn die auf einen Kongress fliegt und nach dem Landeanflug, also der Landeanflug ist schmerzhaft und nach dem Landeanflug kann sich durch den Unterdruck, der sich dabei im Ohr bildet, ein Paukenerguss bilden, das heißt Flüssigkeit hinterm Trommelfell. Dann hört die nichts und das Ohr ist nicht mehr belüftet und dann kann die nicht zurückfliegen. Das heißt, die ist inzwischen dazu übergegangen, dass sie in Übersee keine Kongresse mehr besuchen kann. Also nach USA kann sie nicht mehr fliegen, weil sie sagt, da komme ich nicht mehr zurück. Und wenn sie hier in Europa unterwegs ist, kann sie halt zur Not mit dem Zug zurückfahren. Und die hat gesagt, sie ist schon in Madrid hängen geblieben, war dann 2 Tage mit dem Zug unterwegs. In London ist sie mit dem Zug zurückgefahren. Das heißt, die hat ein ganz massives Problem mit der Belüftung der Ohren. Und die habe ich auch durch dieses konservative Tubentraining behandelt. Und inzwischen fliegt sie wieder. Also die hat noch nicht mal diese Ballondilatation gebraucht, um fliegen zu können.